Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich ein Unboxing machen vom iPod Shuffle der 4. Generation. Ja, ich habe den bei Apple Account gestellt. Wie man sieht, gerade ist angekommen und noch nicht ausgepackt. Fangen wir mal an. Das war hier so ein Ding, was wir machen müssen. Und jetzt suche ich mal, dass irgendwo muss denn noch so ein. Da. Mach ich jetzt. Ab. So. So, dann haben wir hier erstmal Apple, iPod Shuffle, verschiedene Informationen, iPod Shuffle, Apple. Ja, mach ich jetzt mal erstmal den Deckel ab. Ist nichts mehr drin, aber nur der Deckel. Hier der iPod. Der ist hier unten befestigt. Wie man sehen kann. Ja, dazu gleich. So, und dann steht hier drauf: Design bei Apple in California. Das sieht jetzt aber nicht richtig. So. Also haben wir hier. Hier geht's los. So, dann haben wir zuerst hier, also hier geht's los. Ja, dann hier irgendwelche Zettelchen mal wieder, die wir jetzt immer haben. In anderen Sprachen. Aufkleber natürlich. Wie man sieht, sind die. Moment, hier. Wie man sieht, sind die Apple-Aufkleber kleiner, damit die auch auf dem iPod passen können. Ja, hier nochmal wichtige Informationen. Ja. So, dann geht's weiter. Und hier die Apple-Kopfhörer. Dazu muss ich noch sagen, diese Apple-Kopfhörer, das sind die neueren, also bei den alten, da haben wir ja noch so ein Armaturenbrett, sag ich jetzt mal, wo man so drauf drücken kann für nächstes Lied, Stopp und weiter und so. Das haben wir hier nicht. Das steuert man dann mit dem ganzen iPod. Ich kann es mal gucken hier. Das ist hier nicht. Hier ist nur sowas. Das ist nichts. Ja. Dann geht's weiter. Natürlich. Ganz wichtig. Das Synchronisierungskabel von Apple, was man dann. Moment. Oben am iPod. Was man da dann. Ein Moment. Was man dann da reinsteckt. So, jetzt zum iPod. Ich habe den, wie gesagt, in Blau. Ich mache mir einfach mal das Ding hier ab. So. Das ist sehr, sehr schön. Gut für zwischendurch. Und ich habe da oben jetzt hier noch eine Gravierung, zeige ich euch jetzt nicht. Mit meinem Namen. Ganz lustig. Wenn ihr das bei Apple.com macht, dann könnt ihr das machen. Dauert ein bisschen lang, bis es ankommt, da es nicht in Deutschland ist. Ja. So, was ich dann lustig finde, ist, dass wir hier so einen Clip haben. Ist eigentlich ganz gut. Kann man irgendwie an die Hosentasche oder Rucksack oder sonst irgendwo festmachen. So. Dann natürlich dann hier Apple-Zeichen. Ja. So. Hier haben wir Stopp, also nee, weiter, Pause, Lautstärke hoch, Lautstärke runter, nächstes Lied, vorheriges Lied. Dann hier oben haben wir, jetzt ist er an, haben wir so ein Licht, also der Akku ist voll. So, und wenn es in der Mitte ist, muss ich selber noch ein bisschen forschen, aber dann steht hier auch, man sieht jetzt nicht so gut.
Also wenn es in der Mitte ist, dann ich glaube, dann wiederholt sich das Lied und so. Ja, und wenn es richtig so ist, dann ist es eben richtig an. Und immer auf eine Taste gedrückt, dann leuchtet eine Lampe. Ich mache den jetzt mal wieder aus. So. Moment. Jetzt ist er aus. So, und dann als nächstes haben wir hier die Voice-Over-Taste. Wenn man da drauf drückt, dann kommen verschiedene Funktionen. Man kommt in die in das Album. Also, und wenn man das gedrückt hält, dann passiert auch was. Wie heißt das Lied? Ja, ist eigentlich ganz cool. Ja, das war's dann auch schon. Abonniert mich. Bis zu meinem nächsten Video. Ja, tschüss.